Unser erster Gast ist ein wirklicher Freund von mir. Ich durfte schon so viele Sachen mit ihm drehen. Ich war so oft bei ihm in der Sendung. Und wir verstehen uns auch privat. Und auch für diese Sendung haben wir schon Sachen miteinander gemacht. Da werden wir heute sogar noch reinschauen. Freuen Sie sich einfach mit mir auf wirklich einen der tollsten Kabarettisten, die Bayern überhaupt je hervorgebracht hat. Bitte applaudieren Sie für Günther Grünwald! Unfassbar. Günther, ich darf an der Stelle sagen, so viel Applaus hat als letztes Dagmar Koller. Tatsächlich, ja. Dagmar Koller, die war da. Die haben jetzt halt weniger zum Trinken gekriegt, oder praktisch? Die Vorderen haben immer was zum Trinken, das merkt man auch. Die schauen dann ab ungefähr Minute 25 leicht schief, aber sie folgen nicht mehr dem Inhalt, aber der Stimmung. Ah. Das kommt uns wiederum sehr zugute. Na, machen wir wieder Stimmung. Machen wir Stimmung. So schön, dass du da bist, Günther, weil du bist jetzt wirklich keiner, der sich gern so in Talkshows rumtreibt eigentlich, gell? Ach du, ich wär bloß nicht eingeladen. Das stimmt in dem Fall nicht, weil seit 7 Jahren bist du eingeladen. Und warum bist du gekommen? Du hast ein gespaltenes Verhältnis. Am Knie habe ich was gehabt. Und das ist jetzt besser oder hast du ein neues Knie? Nein, ich habe rüber gewechselt. Ich habe Gicht und ich konnte es aber hier, wo ich will. Und bin jetzt vom Auto ausgeschieden, weil man denkt, jetzt soll ich links rüber, dann kann ich ins Studio reingehen. Ah, sehr gut. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch keinen so einen Quatsch erzählt. Doch, da kann ich dich beruhigen, das war noch nie recht viel besser. Jetzt aber, lieber Günther, wie jeder unserer Gäste kriegst du einen Film, gezeichnet vom Elias Haug und getextet und recherchiert quasi von Caroline Textmaschine. Und schon geht's los. Hier ist dein Film, bitteschön. Günther Grünwald wird 1956 in Ingolstadt geboren und wird Zeit seines Lebens großen Wert darauf legen, sich nicht sonderlich weit von dort wegzubewegen. Es ist ja auch Eustar. Der Papa ist Süßwarenvertreter und füttert die Familie mit alten Schaumküssen durch. Und Klein Günther, nach eigener Aussage ein Schisser, wird von Mama und der 4 Jahre älteren Schwester immer rausgehauen, wenn es sein muss. Nach der Grundschule besucht Günther die Hauptschule, weil die kürzer ist als das Gymnasium und er eh nicht gern hingeht. Günther fälscht leidenschaftlich gern Entschuldigungen für sich und versucht es später mit einer Automechanikerlehre, um festzustellen, dass die Arbeitswelt noch schlimmer ist als die Schulwelt. Er jobbt auf dem Bau und als Getränkefahrer, eröffnet den ersten Naturkostladen in Ingolstadt, dann einen Schallplattenladen und sammelt mit seiner Band United Cervelat erste Bühnenerfahrungen. Als eine Drogeriemarktkette das Tonträger-Business kaputt macht, beschließt er 1987, Kabarettist zu werden. Bereits ein Jahr später gewinnt er das Scharfrichterball. Seitdem läuft's. Auf der Bühne und im BR-Fernsehen mit Grünwald Freitagskomedy. 5 Kinder hat er und eine Katze, weil er halt eh schon immer Katzen hatte. Der fantastische Günther Grünwald. So ist es. Wir müssen anfangen bei, also wir müssen biografisch tatsächlich jetzt mal anfangen bei dieser Süßwarenhandelssache von deinem Vater. Ist es so wie beim Lehrerkind, wie bei mir, also dass man eher dann noch strenger erzogen wird als normale Kinder, wenn man einen Lehrer hat als Vater? Oder haben sie dich vollgestopft mit Süßigkeiten? Ich habe kein Geld gehabt. Und da waren die haben drauf bestanden, dass man die Süßwaren zahlt. Ja. Und aber hat keinen pädagogischen Grund gehabt, dass sie nicht wollten, dass die Kinder irgendwie zu viel Süßes essen? Nein. Du meinst jetzt mein Vater und pädagogische Gründe. Das passt nicht zusammen. Passt nicht zusammen? Nein. Und dann bist du auf die Hauptschule gegangen und warst kein begeisterter Schüler, nehme ich den. Ich war tatsächlich die letzten Jahre totaler Schulverweigerer. Ich habe nicht gewusst, was ich da drin soll. Die Sachen, die sie versucht haben, mir beizubringen, war mir klar, warum. Und ja, dann bin ich sehr viel draußen im Schulkammerl gesessen die letzten Jahre. Und, aber eigentlich hättest du ja eine Gymnasialempfehlung gehabt, oder? Grundschule warst du ja voll gut. In der Grundschule, ja klar. Aber es war tatsächlich so, wie es in dem Film gesagt worden ist. Alle haben gesagt, die Lehrer, der Bub muss aufs Gymnasium. Und gesagt, ja, hab mich da nicht so auskennen. Meine Mutter hat dann gesagt, das dauert aber 13 Jahre und nicht bloß 9 Jahre.
Na, habe ich den Sinn nicht verstanden, warum ich da. Hat ja keiner gesagt, dass man da noch studieren kann. Das sagt ja keiner was. Hättest du gern studiert und wenn ja was? Nein, ich hätte nicht gewusst, was, tatsächlich. Denn mir war immer im Leben vollkommen klar, was ich nicht werden will. Aber ich habe nie gewusst, was ich werden will. Irgendwann war es halt dann mit 15, 16, wollte ich unbedingt Musiker werden und eben in Bands gespielt und so. Und, aber es hat dann da auch nicht dazu gelangt letztendlich. Aber wir haben es um Ingolstadt rum, haben wir schon durchaus Kultstatus gehabt, aber... Und dann haben wir eben auf der Bühne angefangen, tatsächlich ein bisschen Schabernack zu machen. Und da ist es dann draus entstanden, dass ich mir gedacht habe, ach, na, probier es einfach mit Kabarett, mit Komik. Ich weiß noch ganz genau, wie du quasi mich bekommen hast mit deiner Komik. Da habe ich studiert in Rengsburg, ganz jung. Und dann war in der alten Melzerei in Rengsburg, hast du mehrere Tage am Stück gespielt. Und an der Uni war so, hey, da musst du, das ist wahnsinnig krank, hieß es damals. Das war so, also ein Wort der 90er war krank. Wenn es krank war, war es gut. Und dann war das, glaube ich, mit beiden Beinen in der Scheiße, das Programm. Das war das zweite Programm, genau. Aber das, wo du so quasi erfolgreich wurdest. Und dann hat sich, glaube ich, jeder, der da drin war, hat sich gedacht, der Typ, der ist komplett fertig. Weil das wirklich brachial war. So, also Choco, Sigi und Choco und elektrische Fensterleder. Ein Witz, den ich viele Jahre von dir kopiert habe. Überall auf Familienfesten ein Auto mit elektrische Fensterleder. Und fand ich immer großartig. Und dann habe ich dich Jahre später, haben wir uns kennengelernt, und dann habe ich festgestellt, was ja auch stimmt, du bist eigentlich ein ganz feiner Kerl. Also du bist jetzt gar nicht so dieser Haut-drauf-Typ, so privat. Du bist eigentlich eher ein schüchtern, zurückhaltender, höflicher Mensch. Die meisten Leute sind froh, dass es so rum ist. Aber das liegt natürlich die Frage nahe, welche Menschen in deinem Umfeld hast du kopiert mit deiner Komik? Weil da muss ja Vorbilder gegeben haben. Es hat verschiedene Figuren, die ich mache. Zum Beispiel habe ich einen Schacksack gemacht, wo jeder sofort sagt, na ja, klar, das ist der Rudolf Mooshammer, war er ursprünglich nicht. Das war der Herbergsvater in Ingolstadt vom Kolpinghaus. Der hat genauso geredet und den habe ich mir nachgemacht. Und irgendwann sehe ich einen Mooshammer im Fernsehen, dass der genauso redet. Und dann ist die Figur erst erstanden. Und natürlich der Hausmeister Bamberger, der hat wirklich ein reelles Vorbild. Das war der Hausmeister von der Hohen Schule. Ein ständig randvoll abgefüllter Mensch, der die anderen immer blöd angeredet hat. Du bist dann eben vorbeigegangen und hast nicht einmal angeschaut. Was schaust du so blöd? Und der Bonzo natürlich, der ist nicht eins zu eins Kopie, da tat ich dem Mann bitter Unrecht, weil der ist kein Idiot. Das ist ein Stuntman, der in Ingolstadt auch als Stuntman Schule gehabt hat, Sascha Borisenko. So ein Kavenzmann ist es, Muskeln ohne Ende. Und der war praktisch die Grundlage für den Bonzo. Genau, ja. Überhaupt fällt auf, wenn man sich mit deiner Komik und deiner Kunst so über die Jahrzehnte jetzt beschäftigt, dass man immer das Gefühl hat, widersprich mal, wenn es ein Schmarrn ist, dass du dir eigentlich gar nichts wirklich ausgedacht hast, sondern dass das immer irgendwo lag. Also du hast es irgendwo gesehen und dann hast du es zu deinem gemacht. Du hast dich jetzt nicht ins Kämmerchen gesetzt und gesagt, jetzt denke ich mir eine wilde Figur aus, oder? Das nicht. Also die meisten haben schon wirklich irgendwie begegnet bei irgendwelche Leute. Das langt natürlich nicht. Und dann musst du ins Kämmerchen und da draus was machen. Und das konsizieren. Brauchst du lang für... Versuch und Irrtum. Also bei den ersten Programmen war mehr Irrtum. Also genauso viel Versuche wie später, aber mehr Irrtümer. Und irgendwann kriegt man eine gewisse Routine und hat schon Ahnung davon, was kommt an, was funktioniert nicht. Und auf einmal funktioniert es. Ja. Oder manchmal auch nicht. Aber sag mal, wenn der Schallplattenladen, das hat mich so verfolgt noch, nachdem wir das Vorgespräch geführt haben. Wenn jetzt da nicht dieser Drogeriemarkt aufgemacht hätte und dein Schallplattenladen wäre total gelaufen, dann hättest du ja niemals den Druck gehabt, dir was anderes überlegen zu müssen, wärst du vielleicht nie auf die Bühne gegangen, oder? Es ist, das Leben besteht daraus. Es kann da passieren, du gehst aus deinem Laden raus, steigst in den Scheißhaufen rein und machst irgendwas, das du sonst nicht gemacht hättest. Und dein Leben nimmt eine ganz andere Wendung. Das ist, man hat halt leider keine Paralleluniversen, wo man halt was ausprobieren kann und sagt, nein, das ist nichts, mache ich doch das andere. Sondern eins ergibt immer, das andere. Du hast viel unterschiedliche Sachen gemacht, oder? Aus der puren Not heraus oder wegen...
Weil es mich am Anfang immer interessiert hat. Naturkostladen sowieso, hat mich wirklich interessiert. Schallplattenladen von der Musik her auch. Über Zeit lang habe ich Holzspielzeug gebaut. Aha. Und das wollte ich halt so auf so Märkten verkaufen, Holzspielzeug. Mhm. Und ich habe halt dann gemerkt, ich konnte es aber gar nicht. Und das Zeug hat ausgeschaut. Aber das war vielleicht geil, wenn du es vielleicht magst du es nochmal probieren. Ja. Nein, aber mit dem Zeug haben nicht einmal meine Kinder gespielt. Und, wir müssen den Müll verkaufen. Aber das war eigentlich, ich mag da nicht in deine Kunst pfuschen, aber es war eine geile Rolle natürlich, so ein alternder Holzspielzeugverkäufer auf so einem Mittelaltermarkt. Den kannst du sicher gut spielen. Ich hab gesagt, jetzt zeig ich mal, wie ich das Holzauto gemacht habe. Au, Kruzifix! So, jetzt haben wir zwei haben auch viele Sketche für Grünwald Freitagskomödie miteinander gespielt. Und jetzt habe ich dich für diese Staffel Ringelstädter gefragt, ob du Lust hättest mit mir, einen Sketch für diese Sendung, eine Reihe zu spielen. Diese Reihe nennt sich Zurecht vergessene Orte Bayerns. Und, meine Damen und Herren, wir haben uns gedacht, die letzte Folge spielen wir heute, wo du da bist. Ach, gemeinsam mit dir schauen wir uns an. Hier ist die letzte Folge von Zurecht vergessene Orte Bayerns mit dem Herrn Dunkelbier und Soße und Herrn Ringelberger. Bitte schön. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Zurecht vergessene Orte Bayerns. Heute befinden wir uns in Schießburg in Oberbayern oder Niederbayern. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Unser Experte Rauschfried von Dunkelbier und Soße kann uns sicher helfen. Ja, da kann ich Ihnen helfen. Das ist entweder in Oberbayern oder in Niederbayern. Genau, es ist auf jeden Fall nahe der österreichischen Grenze. Da geben Sie mir sicher recht. Ja, auf jeden Fall in Schießburg. Hier haben wir es auf dem Bild. Im Mittelalter haben die Bürger von Schießburg entdeckt, dass der Boden dort in der Region wahnsinnig reichhaltig an Mineralstoffen war. Zum Anbauen von Meerrettich. Ja, der war sehr reichhaltig an Mineralstoffen, darum haben die dann da ein Meerrettich angebaut. Ja, das war die Meerrettich-Goldader, da wissen Sie sicher mehr drüber, genau, warum man das auch so genannt hat. Das war das so, darum haben Sie ja gesagt, das ist die Meerrettich-Goldader. Hauptstadt des Meerrettichs war es dann auch, ja genau. Man wollte mit diesem Meerrettich, das kann ich Ihnen ein bisschen auf die Sprünge helfen, die Speisen natürlich verfeinern. Der Meerrettich ist ja eine Art gewürziges Lebensmittel. Crème de la Crème, sagt man ja auch. Ne? Das, ja. Mhm. Ist ein Ausdruck, gell? Ja, ist ein Ausdruck. Und später wurden dann diese Meerrettichprodukte hauptsächlich verölt. Die wurden dann zum Öl gemacht. Das ist ja damals das sogenannte Meerrettichöl, weil es ja verölt worden ist. Der Meerrettich, der wo in der Goldader, der von Ober- oder Niederbayern war. Für Fritteusen. Ha! Gell? Das war die erste Fritteuse, glaube ich. Habe ich auch schon mal gehört, ja. Das ist so eine Art Toaster, bloß halt anders. Ja, und da sind die Frittieröle eben in Schießburg aus Meerrettich gefertigt worden. Und in der Goldader von den Gut, Bauern. Später die wurde dann natürlich auch in der Physiotherapie, der TV Schießburg, wurde dafür bekannt, dass die Physiotherapeuten mit Meerrettichöl auch massiert haben. Wo soll das gewesen sein? In Schießburg, wo wir gerade drüber reden. Der Ort, die Goldader des Meerrettich. Sagt mir jetzt gar nichts. Meine Damen und Herren, das war schon wieder für heute. Bitte fahren Sie also auf keinen Fall nach Schießburg, fahren Sie einfach dran vorbei. Vorbei. Günther. Wie geht's dir, wenn du uns da so siehst? Wie geht's? Um was geht's? Also hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich so gefreut, dass du zugesagt hast, dass wir diesen Schmalen miteinander drehen. Ist ja tatsächlich so. Das ist, manchmal hat man Sachen, die 8 Seiten Sketche, die was genau so spielen mussten. So. Und manchmal sagt man, hey, verzeih irgendeinen Scheiß über Meerrettich. Und das wird auch lustig. Man muss nicht so viel lernen. Und, aber man muss natürlich miteinander, es muss halt das Timing stimmen. Und das hat echt richtig Spaß gemacht. Aber es hat nicht alles funktioniert, darf ich an der Stelle sagen. Und darum haben wir heute zur Feier des Tages, weil du da bist, nur ein paar Outtakes. Einfach Profis.
Gut, wir sind soweit. Du wieder. Der Schwaber bei Ihnen hat wieder gespart, gell? Und der Klapp. Genau. Freibadtheater, nicht? Und ich sag natürlich, die, wo zufällig da waren, das war jetzt ein Schmarrn, weil du musst ja noch was anderes sagen. Geh ich noch mit zurück. Machen wir gleich von vorne nochmal. So. Hannes, wenn du das Bild hier rüber nimmst, kannst du ja schauen, dass du hier die Jacke nicht berührst. Bitte. Auch noch? Bitte. Und schnaufen bitte nicht. Und atmen nicht vergessen. Atmen bitte auch nicht. Und bitte Flatulenzen zurückhalten parallel. Obwohl, die werden da sehr gut abgefedert mit denen. Kleiner Einblick hinter den Kulissen. Günter Grünwald als Rauschfried. Rauschfried von Dunkel, Bier und Soße. Alle Folgen von, also wenn Sie mal wirklich gar nichts mehr mit Ihrem Abend anfangen können, dann schauen Sie sich doch bitte alle Folgen von zu Recht vergessene Orte Bayerns in der ARD-Mediathek an. So, jetzt machen wir weiter. Freitagskomödie hast du, ist ein absoluter Klassiker im BR-Fernsehen. Wie lange hast du gebraucht, rauszufinden, wie so eine Sendung funktioniert? Du hast ja vorher schon mit Willi Astor, warst du ja schon am Machen. Hast du da viele Sachen rüberkopiert und hast du gewusst, wie das geht? Oder hat das jemand dir gesagt, wie das geht? Es hat mir schon jemand gesagt, wie das geht. Der Helmut Milz, Regisseur, damals auch noch Redakteur von der Sendung, mit dem ich von Anfang an zusammengearbeitet habe, auch schon bei der Willi Astor Show. Und der hat mir da wirklich wahnsinnig viel beigebracht, weil ich war vorher ein paar Jahre auf der Bühne und Fernsehen habe ich null Erfahrung gehabt und so. Ich habe gewusst, auf was für Seiten von der Kamera, dass man reinschauen muss. Aber das war es dann schon im Prinzip. Hast du vom Fernsehen machen was für die Bühne gelernt? Das ist natürlich schwer zu sagen, weil das so unterschiedliche Arbeitsweisen sind. Auf der Bühne bin ich allein. Ich habe auch nie in einem Duo gespielt, weil ich immer gesagt habe, bitte, ich möchte keine Stichworte liefern müssen. Und vor allem möchte ich keine kriegen, weil die kommen ja dann nicht. Und ja, die kommen gerne nicht. Und da verhungert man gerne mal. Darum war mir immer klar, Kabarett nur solo auf der Bühne. Aber in puncto Timing oder sowas habe ich dann schon für die Bühne auch was gelernt. Vom Fernsehen, eben vom Helmut Milz, der ein absoluter Granatenprofi ist, was Komik, Humor anbelangt. Jetzt hast du ein neues Programm, das heißt, das kann doch wohl nicht mein Ernst sein. Das letzte ist ja definitiv vielleicht. Mhm. Und bei all deinen Programmen fällt, also beim Titel schon auf, dass du quasi immer alles in Frage stellst, dich eingeschlossen. Ist das deine Grundhaltung im Leben? Im Prinzip schon, ja. Weil ich sage immer, der einzige Ort auf der Welt, wo ich weiß, was ich mache, ist ja wirklich die Bühne auch. Und ansonsten schwimme ich oft freihändig. Und klar stellen sie dann irgendwann selber in Frage, weil man sagt, bist du eigentlich so blöd, wie du bist, oder bist du noch blöder? Wenn du jetzt so in Bayern rumfährst von Halle zu Halle, gibt es eigentlich irgendeinen Ort, wie die Caro es immer nennt, eine Milchkanne, die du noch nicht bespielt hast? Gibt es einen Ort, wo du durchkommst in Bayern und sagst, hoppala, da war ja noch nie? Gibt's, mir fällt jetzt keiner ein, aber gibt's mit Sicherheit. Wenn man auf der Autobahn fährt und sagt, da ist jetzt das gekauft, da ist das gekauft, war ich auch schon. Meine Frau sagt ja immer, ah, Mensch, das ist so toll, du lernst ja die ganzen Orte kennen. Mhm. Ich sage immer, nein, weil ich fahre ja bloß an die Halle hin und spui. Und von dieser wunderbaren, traumhaften Altstadt kriege ich ja bloß was mit, wenn ich mal privat hinfahre. Aber fährst du privat dann noch gern wohin? Ach ja, schon. Schon? Ja, ja. Weißt du, wie viele Auftritte du gespielt hast bisher in deinem Leben? Oh, am Anfang waren es pro Jahr 150, dann habe ich irgendwann runtergeschraubt auf 120. Inzwischen mache ich so 90 im Jahr. Man müsste es ausrechnen. So, meine Damen und Herren, das können Sie jetzt daheim machen. Bitte schön. Da bin ich gespannt, was rauskommt. Also bei der NASA, die haben total super Computer, wo man das eingeben kann. Und dann das dauert keine zwei Wochen, dann hast du das Ergebnis. Bist du eigentlich privat auch Naturkostesser? Zum großen Teil schon, ja. Also mir ist Fleisch auch und sowas, aber entweder von einer wirklich guten Metzgerei, die es gibt bei mir am Ort, oder auch vom Naturkostladen. Aber dieser Naturkost, das war ja zu einer Zeit, wo dieses Bio-Ding noch nicht so hip war wie jetzt. Das war kurz bevor es so gegangen ist, ja. Das ist auch ein schönes Talent, oder? Dass man immer Ideen hat, kurz bevor sie einträglich werden. Genau, das ist
kurz bevor es was bringt, was machen, oder wie beim Schallplattenladen, kurz bevor alles in die Hosen geht. Das ist, das ist eigentlich dein Platz. Genau, das ist daneben halt einfach. Aber das, dafür hat es echt gut funktioniert. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Günter Grünwald, meine Damen und Herren.